Recht herzlich willkommen zur 11. Folge von Europa Universalis 4 mit Köln, vielleicht Westfalen und dann auch vielleicht Deutschland. Gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Aber wir haben jetzt hier reingeguckt gehabt, wollten hier überlegen, dass wir die angreifen, die Braunschweiger. Werden ist der Partner davon. Aber wir brauchen erstmal ein paar Soldaten noch. Warte mal, wie sieht's denn aus hier? So, die sind voll da. Sind aber alles nur Infanteristen. Ja, steht hier oben auch, ne? Das würde bedeuten, wir müssten mal schauen, dass wir vielleicht auch solche hier kriegen. Aber wir müssen laufen lassen und erstmal Geld bekommen. Braunschweig sieht Köln nicht mehr länger als Rivalen an. Ist das ein Zeichen oder was? Ist nicht länger ein gültiger Rivale für Köln. Okay. Wir können was war das? Kostenlos einen Anführer rekrutieren, okay. Da ist ein Mann gestorben und den wollen wir dann mal machen. Der ist aber auch nicht besser wie der Bruno Lohr. Rudolf Barton. Nahkampf hat er 2 Sternchen, Manöver 1. Ja. Der andere hat natürlich alle ein bisschen, ne? Müssen wir schauen. Das ist okay erstmal. Braunschweig, Heuer und Mepp machen mal einen Anspruch drauf. Das sind Friedenszeiten. Alter Platz ist klar. Hier haben wir Unruhen. Da den wird bald fertig. Und hier haben wir auch Unruhen. Das müssen wir mal gerade im Keim ersticken. Hessische Nationalisten, die kriegen hier einen mit. Gut, machen wir gerade Pause. Ämterverkauf. Modifikator. Da kriegen wir Stabilität. Ja, machen wir. Darlehen zurückzahlen. Können wir, machen wir. Und das zweite müssen wir verlängern. Gucken wir mal gerade rein, wie viel haben wir denn da noch? 25, das ist ja reichlich, ne? Kann ja gerade sowieso mal durchblättern. 737. Da haben wir gerade einen Schwerpunkt drauf. Nachfolger, wie ist der? 550, okay, dann lassen wir mal alles so, wie es da ist. Ja, das war Braunschweig, hatten wir angeguckt. Darlehen, wir haben eine Bilanz von plus 6. Da sieht schick aus. Das dauert noch. Da ebenso. Ja. Das ist das mit Geldern. Kommt also ein bisschen so vor, als ob wir das nie hinkriegen, ne? Wir können die Kriegsmüdigkeit verringern und das Ganze zweimal. Das machen wir auch. Kleber sind auch schon am Meckern. Die sind die nächsten, die dann sich beruhigen müssen. Das haben wir erledigt. Kirche ist jetzt nicht entscheidend. Hier hatten wir den neuen Befehlshaber. Ja. Wie viel kostet denn die? 27,2. Dann müssen wir wieder laufen lassen. Ja. Ziehen wir die mal darüber schon. Sollten wir den Befehlshaber wechseln? Schwierige Frage, ne? Warten. Der ist im Nahkampf besser, ne? Komm, dann machen wir das so. So, 15. 21, noch eine Runde, dann können wir hier noch einen Soldaten machen, beziehungsweise eine Reiterei. Ist halt niemand möglich, aber jetzt kommt gleich Geld rein, dann müsste es gehen. Was haben wir da? Dokumentenfälschung. 50 Administrative. Hingabe brauchen wir nicht, nehmen wir das. Könnte entdeckt werden, stand da auch, ne? 91, 93, 107, 93, 92, 115,
Ah, dann müssen wir da machen, ne? Gut. Können wir denn auch noch hier einmachen? Nein, das reicht zu Geld nicht. Wie teuer sind die denn? Kann man jetzt hier nicht sehen, ne? Doch, müsste man sehen können, wenn uns. Ach so, wir haben zu wenig Geld, deswegen sind wir es nicht. Ja. Ja, das Friedensding hinter uns. Und Speich, Waffenstillstand beendet. Wenn die jetzt sofort angreifen, dann. Ja, was ist dann, ne? 4 und 4 ist ein bisschen wenig. Dann würden wir jetzt nicht gegen ankommen. Truppe ist gleich fertig. Ach, wir haben keine Soldaten, deswegen geht das da nicht voran. Ja, ich glaube, das können wir erstmal wegmachen, dann kriegen wir das auch geregelt. Ziehen wir rüber. Und verbinden wir, wenn das automatische Speichern vorbei ist. Jetzt hat er das ausgemacht, cool. Ne? Gut. Und ich glaube, wir gehen da gleich nochmal rein und machen noch einer von den abendländischen Rittern. Da ist der Monat rum, reicht aber noch nicht ganz das Geld. Obwohl da oben 28 steht und hier unten steht 27,4, ne? Ist auch interessant. Ah, wir haben nicht genug Truppen, deswegen geht's nicht. Geld spielt keine Rolle, ne? Sondern Soldatenzahl spielt eine Rolle. So, dann dürfte das vielleicht in der nächsten Runde passieren. Darlehen zurückbezahlen. Nee, das verlängern wir jetzt mal. Weil wir wollen noch einen. Wenigstens zwei Einheiten noch haben. Danach brauchen wir aber eigentlich Dingens, wie heißt es? Ja, wir müssten eigentlich hier mehr ausbauen noch, ne? Geht auch noch was. Zwei, zwei, dann ist alle. Hier hätten wir drei. Ja, machen wir auch. Und hier ist ein Dreier. Da ist aber auch noch ein Zweier in Kassel. Machen wir so. Nassau kriegt auch noch einen. Wunderbar, hier oben. Münster können wir noch verstärken. Und da sind schon wieder die Rebellen unterwegs hier. Hessische. Jetzt haben wir aber keine Möglichkeiten, die raue Behandlung durchzuziehen. Haben wir zu wenig. Müssen wir noch ein bisschen warten. Das Pferdchen ist schon fertig, dann schicken wir das rüber. Und jetzt fehlen noch Soldaten. Die verbinden wir. Finanzbericht. Ja, komm, die bezahlen wir jetzt mal. Ja, dann haben wir noch 24 Darlehen, oder wie waren das? Eigentlich müssten wir gucken, dass wir schuldenfrei werden, ne? Das wäre viel wichtiger. Weil mit jedem Kredit, den wir weniger haben, wird das hier auch mehr, ne? Zinsen hier, 2,55. Ja. So, nächste Runde kommen Truppen. 16, ne, ich glaube, der bleibt knapp drunter, oder? Ne, ist drüber gegangen. Gut. Dann haben wir 9 Einheiten. Wir haben 5. Oh, das ist schlecht. Dann 5 und. Ja, nee. Dann sind wir mit 9 und die mit 9. Wir hätten zwar die Bayern vielleicht hinter uns und die Trierer waren es auch und die Brandenburger, ich weiß gar nicht, ob die mitmachen würden. Kann man ja nachgucken, ne? Trier, Brandenburg, Bayern würden alle mitmachen. Ja. Lass mal gerade gucken, wie wir hier mit denen so
Beziehungen verbessern können wir noch machen, oder? Senden wir da mal hin. Die wären auch mit Österreich wieder mit im Boot, ne, oder? Ja. Wird also nicht funktionieren. Da können wir rüber marschieren. Haben wir da 9. Komm, eine heben wir noch aus. Geht nicht, weil wir nicht genug Soldaten zahlen. Geld wäre wieder kein Problem. Da wird es auch nicht besser, ne? So. Okay, dann können wir den Diplomaten abberufen. Lass uns hier nochmal probieren, ob das besser wird. Wie ist denn da so die Stimmung? Der Techniker. Da verlieren wir Dukaten, da verlieren wir Prestige. Die militärische Macht. Und jetzt den Prestige. Da müssen wir so machen. Ist nicht schlecht, weil dann können wir hier die Rebellen zurückschlagen. Das wird auch Zeit. Ah. 50 immer noch. Dann halt nochmal. So, dann das Rohr. Pause wieder rausnehmen. Hier nochmal hin. 800. Müssen das mal auffrischen, ne? Dass es die 14.000 da sind. Noch einen Monat mehr. Neun Einheiten. Die haben 5 und die haben 4. So, den holen wir. Und was wir noch vorher machen können. Geheimdienstaktion machen wir hier mal Anspruch fingieren, ne? Machen wir mal. So, dann sind zwar beide unterwegs, ist aber nicht schlimm. Wenn der Anspruch durch ist, ist auch alles besser. Darlehen wird bald fällig, ja. Unruhen. Frieden. Ja, das hat jetzt nichts gebracht, ne? Die 100 schafft man nicht, 60 sind's da. Diese Mission ist kaum zu schaffen. Hier wäre ja schön zu haben, weil wir dann mehr Zugang haben, ne? Können wir mit Schiffe durch die Gegend fahren. Aber bringt tut's das vielleicht auch nicht. Gut. Dann können wir die da rüberziehen. Oh, haben wir gar nicht zusammen vereint. Glück gehabt, ne? So, jetzt haben wir 10. Die haben 9. Einen machen wir noch dabei. Aber das dauert wieder. 200 Leute noch dazu. Noch 2 Monate. Dann können wir noch eine Einheit dabei holen. Am liebsten wären wir ja die Reiter, ne? Tausendfähige Männer brauchen wir mindestens, ja. Ein deutscher Mann ist Helmut Krampf. Okay, kenne ich nicht. So, nächste Runde könnte vielleicht schon klappen, oder? Okay, boah. Ne, hat nicht geklappt. Und wir müssen da alle abbezahlen, aber das ist nicht so wild. Haben wir gemacht. Oh, da sind mehrere. Haben wir 2 verlängert. Aber nächsten Monat müsste das dann klappen. Dann holen wir noch einen Reiter dabei. Da ist er. So, 10, dann haben wir 11. Sind wir mit 2 mehr unterwegs, ne? Sollten wir überlegen, dass wir das hier schaffen, oder? Lüttich hat uns als neuen Rivalen bestimmt.
Lüttich, die war nach links, ne? Die ist hier jetzt Lüttich, ne? Ja. Aber mit denen sind wir nicht gut unterwegs. Frankfurt. Beziehungsaktion. Mauerbeziehung verbessern. Kann nicht schaden, mit denen gut zu stehen, ne? 112 haben die. So, den dabei. Verein. Tja. Oh. Ah, da ist ein Dingens, okay. Dann. Verboten Bürgerfahren und Abgelöschen Praktiken. Hingabe verlieren wir dann lieber. Ja. Ich glaube, eine Einheit werden wir noch nachziehen. 12 stehen wir besser da, ne? So. 853, in der nächsten Runde könnte das klappen, ne? So. Oktober. Hat nicht ganz gereicht. 19 fehlen. Dann greifen wir im November an, da ist kalt, ne? Boden gefroren, kommen wir voran. So. Die 12. Einheit kommt da noch. Jetzt haben wir wieder 6, ne? Frieden baut richtig auf. Braunschweig nicht. Gut, dann ist es so. Da kommen wir nicht, da ist der Österreicher bei, ne, oder? Ne, Utrecht, Lüttich und Frankfurt ist dabei. Sehr interessant. Dachte, wir könnten noch mal gucken, was. Tiro Bombok. Mainz? Ne, Mainz ist es nicht. Ich wollte jetzt hier die 47, okay. Joachim von Gelder ist tot. Naja. So, da haben wir 12 Einheiten. Machen eine Pause rein, geben den Marschbefehl, der noch nicht geht, weil wir erst den Krieg erklären müssen. So, 6 und 4 sind 10. Ja, machen wir. Das bedeutet Krieg erklären. Eroberung von Braunschweig. Reden ist das alleine. Krieg ist erklärt. Wir ziehen dann da rein. Und du noch Kriegssteuern erheben. So. Dann gucken wir mal, was geht. Oh, jetzt ziehen die zu uns ins Land. Dann wollen wir doch da mal rüberziehen, ne? Können wir zurückzahlen. 10, oh, was ist denn hier los? 7 gegen 8. 6 gegen 8. Aber die Kollegen sind schon da, 19. Glück gehabt. Und so ging denn unsere Zahl so runter, ha? Huh? 5 gegen 6, keiner hilft. Aber es hat trotzdem gereicht. Okay. Korruption, Probleme lösen, Verlierer ein Stabilität, erhalten 3 Inflation, nehmen wir Inflation. Den haben wir auch gewonnen. So, und wieder zurück. Und wir müssen dann das Land besetzen. So, die Bayern gehen hoch. Die Trierer sind hier, ne, oder? Ja. Das ist ja nicht schlecht. Nur gucken, dass das schnell genug alles vonstatten geht hier, ne? Brandenburg ist mit 16 da.
Heuer ist schon besetzt. Das sieht gut aus. Jo, wir haben auf alle drei Länder einen Anspruch, ne? Gut. Bisschen Stress haben wir hier in den anderen. Unabhängigkeit wollen die haben. Die kriegen keine Unabhängigkeit, sondern gerade erst noch eine harte, freundliche Anerkennung. Genauso wie die auch. So, da oben sind 18. Ja, wäre schon schön, wenn wir hier vorankommen, ne? Die ziehen gut durch, die Brandenburger, ne? Und wenn es 49. Können wir machen, rückzahlen. Das passt schon. Tja. Reden ist auch da. Was haben wir hier? Ein Haken werden blockiert. Okay, das sind aber nicht im Endeffekt unsere Haken. Oh, da kommt ein Friedensangebot rein. Das gucken wir uns doch an. Friedensangebot von Frieden. Sie bitten uns die folgenden Bedingungen. 212 mit Kriegs und kein Halt. Ja, komm, das akzeptieren wir, dann sind die raus. Gut. Ja, um Braunschweig. Weiter geht's. Braunschweig muss noch fallen, ne? Geld haben wir da, aber warte mal, wir können was bauen. Das sollten wir doch mal erstmal in Betracht ziehen hier, oder? Dann machen wir das doch mal hier, oder? Oder kann man noch einen machen? Nein, können wir nicht. So viel Geld haben wir nicht. Lass uns in Westfalen dann einen Tempel bauen. Frankfurt. Ja. Okay, das können wir bezahlen. Fünf Elf haben wir Dingens. Tja, wie ist das mit der Expansion, ne? Denn mit denen ja eigentlich so Krieg erklären wäre. England ist dabei. Oh, Friesland, Österreich, da müssen wir aufpassen, ne? Stopp, Maximilian von Österreich zum Kaiser. Der neue Rechnung ist souverän, Heiligen Römischen Reich. Okay. Und Finanzbericht 30 Dukaten, die bezahlen wir natürlich auch. Ferdinand Hegemann. Da gestorben. Ja. Angreifer, 10.000 Soldaten sind da drin. Ja, unsere Zahl wächst nicht, ne? Günther Stinkhoff. Da den Zurückzahlen können wir machen. Das müssen wir leider verlängern. Wie viel sind es denn noch? Wir haben den letzten Runden ziemlich viele Darlehen zurückgezahlt, oder? 18. Oh, da ist eine Truppe weniger geworden. Vielleicht sollten wir mal gerade überlegen, das war vielleicht Provinzanzeigen, Diplomatie, Frieden verhandeln. Gucken wir doch mal an, oder? Die wollen das nicht abgeben, die wollen das auch nicht abgeben. Was ist das hier so?
auf jeden Fall können sie einen Ausbeutung von 6. Okay, wir werden dann aggressiver werden. Ne, da müssen wir noch ein bisschen Zeit laufen lassen. Ja. Diplomat ist, wo war das? In Frankfurt. Okay, wie sieht's denn da jetzt aus? Okay. Anton Barton, das war doch der zweite General, oder? Ah, 28 haben wir da geschafft. Wie ist es denn hier? Das können wir auch mal verbessern, wo die Engländer dabei sind, ne? Beziehungen verbessern. Und ja. Lassen wir mal weiterlaufen. Ja, ich würde mal sagen, wir machen das einfach so. Ich werde das weiterlaufen lassen. Wenn nichts Wichtiges passiert, ist alles gut. Dann lassen wir das so. Und dann Frieden verhandeln machen wir dann im nächsten Teil. Okay, ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.